Grüß Gott und herzlich willkommen am Weingut Nigl. Mein Name ist Bertram Nigl. Wir sind da in unserer Betriebsküche und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir ein paar Kochvideos zum Nachkochen machen. Bei uns beginnt gerade die Spargelsaison und wir machen heute einen Solo-Spargel, gekocht mit einem gebratenen Saiblingsfilet und einer Sauce Hollandaise. Zuallererst bereiten wir eine Weißweinreduktion vor, bestehend aus Weißwein, Lorbeerblättern, Wacholder und Pfeffer. Nebenbei lassen wir die Butter schmelzen. Jetzt stellen wir einen Topf mit kochendem Wasser auf, darin fügen wir Eidotter und unsere Weißweinreduktion hinzu. Als nächstes schlagen wir Eidotter und Weißwein schaumig und arbeiten die Butter ein. Sobald die Sauce Hollandaise schön cremig und schaumig ist, schmecken wir sie noch ab und stellen sie über einem Wasserbad warm. Eine gute Sauce Hollandaise hat einen angenehmen Buttergeschmack, eine schöne Säure und schmeckt auch noch leicht salzig. Als nächstes schälen wir den Spargel. Wir stellen einen Topf mit Wasser zu, Salz, Zucker und Butter. Sobald das Wasser kocht, legen wir den Spargel ein und lassen ihn etwa 3 bis 4 Minuten leicht köcheln. Wir stellen eine Pfanne auf, geben Rapsöl hinzu und lassen sie heiß werden. Den Saibling trocknen wir von beiden Seiten gut ab und salzen ihn. Sobald die Pfanne heiß ist, legen wir den Saibling ein. Nach kurzer Zeit fügen wir Butter und Rosmarin hinzu und übergießen den Saibling damit. Zu unserem Machfelder Solo Spargel mit Sauce Hollandaise und gebratenem Saibling passen noch ein paar Petersilkartoffeln. Ich habe da schon mal was vorbereitet. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr habt zwar euch was lernen können. Natürlich freue ich mich über ein Like oder einen Besuch in unserem Restaurant. Viel Spaß beim Nachkochen!